Junge, wo warst du denn? Der Bus fährt in 15 Minuten. In der Farm. Ich habe ein Buch geholt. Ich möchte was zu lesen haben. Da oben bin ich fertig. Ich habe alles gepackt. Deine Mutter ist noch oben. Wie heißt das Buch? David Copperfield. Hoffentlich hast du Zeit zum Lesen. Ich hatte nie welche. Hat er alles? Er braucht ja nicht viel. Was heißt, er braucht nicht viel? Alles Übrige bekommt er dort. Bekleidung, Verpflegung und so weiter. Vor allem braucht er, was ich ihm mitgebe. Es ist Zeit für den Bus, sonst verpasst du doch den Zug. Auf Wiedersehen. Mach's gut, Junge. Zu spät, der Zug ist abgefahren. Ruh dich aus, ich mache hier weiter. Kind geboren und in die Familie der christlichen Kirche aufgenommen ist, lasst uns dem Allmächtigen dafür danken. Lasst uns ihm danken für seine Wohltaten und ihn gemeinsam bitten, dieses Kind sein Leben bis zum Tode so verbringen zu lassen, wie es sein Leben begonnen hat. Ja.
Wollen Sie zum Camp? Hey, Sie! Sie wollen wohl zum Camp? Ja, zum Camp. Die anderen sind schon gestern gekommen. Sie sind spät dran. Ja, das stimmt. Der Luftangriff hat Sie wohl aufgehalten, ja? Ja. Es bleibt Ihnen nichts weiter übrig. Sie müssen laufen. Es ist aber nicht weit. Koffer abstellen. Sie heißen? Thomas Beddoes. Sir. Thomas Beddoes, Sir. Sie kommen spät. Ja. Sie heißen? Thomas Beddoes, Sir. Sehe ich wie ein Offizier aus? Nein, Sir. Dann sparen Sie sich das, Sir. Warum haben Sie ohne Befehl gehandelt? Inwiefern? Warum sind Sie eingetreten, ohne dass es jemand befohlen hat? Wer hat Ihnen erlaubt, die Tür zu öffnen? Niemand. Gehen Sie wieder hinaus und machen Sie es jetzt richtig. Also, anklopfen, sage ich ja, kommen Sie herein und bitten mich eintreten zu dürfen. Vorwärts! Beddoes, der Koffer steht noch hier. Ja? Name? Beddoes, bitte eintreten zu dürfen. Soldat Beddoes, Sie dürfen eintreten. Sachen aufs Bett. Lassen Sie das. Vertrödeln Sie nicht noch mehr Zeit. Zuerst Haarschneiden. Der Friseur ist neben der Kompanie-Schreibstube. Nächster. Nächster. Stillgestanden. Stillgestanden. Weiter. Weiter. Nächster. Name? Beddoes, Sir. Reichlich Hager. Ja, Sir. Leicht anfällig? Nein, Sir. Okay, anziehen und einreihen. Nächster. Ich vertrage keine Spritzen. Arm her! Fühlst du dich besser? Ich hasse diese Impferei. Ach, und sonst nichts? Ich hasse dieses verdammte Militär. Rekruten in der Unterkunft antreten! Vor den Betten aufstellen! Marsch, marsch! Abrams, Arnold, Beddoes! Malcolm Partridge Silva Young. Nun lasst euch mal anschauen. Was haben Sie alles empfangen? Ein paar Shorts für den Sport, ein paar Netzunterhosen. Wollner Kopfschützer, Hosenträger, Stiefel, Mantel, Socken, Pulli, Gamaschen, Koppel, eiserne Ration, Kampfanzug, Gasmaske, Kochgeschirr, Feldflasche, Besteck. Und was außerdem? Das weiß ich nicht. Was ist das? Hier, Gewehrreinigungsdraht. Nicht vergessen. Sie werden die empfangenen Sachen so pflegen, dass mich Ihr Glanz blendet und verwirrt.
Als erstes und wichtigstes werden Sie sich merken, niemand rührt sich, wenn er das Kommando stillgestanden gehört hat. Es wagt dann keiner, sich zu bewegen. Das dauert so lange, bis Ihnen ein Kommando das Rühren gestattet. Vorher darf keiner von Ihnen herumlaufen oder Ähnliches tun. Ist das verstanden, Lon? Ja, Kumpel! Ist das verstanden, Lon? Ja, Kumpel! Aufstehen, waschen, rasieren, anziehen, Spinde aufräumen und Bett machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die geraden Nummern. Einen Schritt vorwärts, die ungeraden, einen Schritt zurück. Achtung! Eins, zwei! Young, wie viel Viktoria-Kreuz hat das Regiment? Vier Kreuze! Bedos, wie heißt der Regimentskommandeur? Regimentskommandeur Palmer. Richtig, noch Fragen? Das Regiment ist 1685 aufgestellt worden? Ja. Wozu? Gab es dafür einen besonderen Grund? Können Sie sich das nicht denken? Keine Ahnung. Um die Franzosen zu beeindrucken! Gemütliches Beisammensein beendet. Aufstehen und von den Betten stillgestanden. Und jetzt wiederholen wir das Ganze noch einmal. Rechts und links um. Stehen. Keiner rührt sich. Keiner zuckt auch nur mit der Wimper. Aufschließen. In drei Gliedern. Marsch! Geht das nicht ein wenig schneller? Vorn, Mitte, hinten. Vorn, Mitte, hinten. Vorn, Mitte, hinten. Vorn, Mitte, hinten. Vorn, hinten und auffüllen. Das Ganze den rechten Arm ausstrecken. Bis zum Nebenmann. Und dann auf Armeslänge auseinanderrücken. Weiter, weiter, weiter. Gut so. Achtung, still! Gestanden! Beddoes, nicht wahr? Ja, Sir. Beddoes, was haben Sie nicht getan? Ich habe vergessen, das Koppel unter dem Koppelschloss zu putzen, Sir. Tun Sie das beim nächsten Mal. Ja, Sir. Abteilung, im Schnellschritt! Marsch! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts! Abteilung! Halt! Sie scheinen den Verstand verloren zu haben, Beddoes! Mit dem Bajonett zustoßen und drehen! Holt ihm die Eingeweide raus! Volle Deckung! Kopf hoch! Nicht nach unten sehen! Verdammt, mir ist schwindelig! Ja! Weiter, weiter! Wir haben die Antwort, die Füße nachzumachen! Lauf! Hier lauf! Haltet die Karabiner, Kopf! Und jetzt die verdammte Leiter rauf! Geht das nicht etwas schneller? Über die Mauer! Und unter der Brücke durch! Das ist kein Picknick! Reißen Sie sich am Riemen, Sie Schlappschwanz! Nennen Sie das Laufschritt! Sie sind weit voraus. Lauf hinterher. Ich mach Zigarettenpause. Ach, dieser Scheißkrieg. Du kommst schon durch. Warum sage ich das nicht? Wegen meiner Freundin. Wir wollten jetzt heiraten. Und dann kam auf einmal der Krieg dazwischen. Da war ihr Vater plötzlich dagegen. Blöder Kerl. Wir sollten die Heirat aufschieben, bis der Krieg gewonnen ist. Mistkerl. Der würde die Deutschen mit seiner Frau schlafen lassen, wenn sie nur an die Haustür klopfen.
Ich wollte Flieger werden. Bin durch die Prüfung gefallen. Durch die ärztliche? Von wem wirst du zu Hause erwartet? Von wem schon? Vor allem warten Vater und Mutter auf mich. Und Tina. Das freut mich für dich. Lass mich raten. Sie hat braunes Haar, braune Augen, blasse Haut, hübsche Titten, nicht wahr? Tina ist ein Cockerspaniel. Ein wundervoller Hund. Ein Spaniel? Ja, ein Spaniel. Was machst du, wenn der Krieg vorbei ist? Das weiß ich noch nicht. Ich habe Pläne. Autowerkstatt. Ich kaufe mir eine Garage hier in der Gegend. Zusätzlich mache ich noch einen Schrotthandel auf. Willst du dich nicht beteiligen, Tom? Hey, wir müssen wieder weiter. Morgen ist unsere Ausbildung zu Ende. Wir wollen feiern. Kommst du mit? Am Nachmittag ziehen wir durch die Wirtshäuser. Abends gehen wir dann ins Kino. Ja. Ja, einverstanden. Wie heißt der Film? Auf den Film kommt es doch nicht an. Auf die Weiber. Wir nehmen Sperrsitz. Bevor noch die Titel laufen, fängst du bei einer an zu krabbeln. Ach, so eine Scheiße. Die sind uns mindestens 10 Minuten voraus. Jedenfalls werden wir nicht ins Soldatenheim gehen. Ich klettere darunter. Darunter? Ja. Hey, lass das sein. Du brichst dir alle Knochen. Gewesen. Ja, er ist nicht verletzt. Arrestant und Begleitkommando! Kehrt! Arrestant und Begleitkommando im Schnellschritt! Marsch! Links, rechts, links, rechts, links, rechts! Arrestant und Begleitkommando, halt! Soldat Bellus, mitkommen! Um 0.09 Uhr antreten vor dem Haupttor. Von dort erfolgt der Transport zu den Spezialeinheiten. Um 21 Uhr werden sie vom Urlaub wieder zurück sein. Wer um 21 Uhr nicht zurück ist, den erkennt die eigene Mutter nicht wieder, wenn ich mit ihm fertig bin. Und er wird mir nach Kriegsende kein Dankschreiben schicken. Bellus, was ist das für ein Zeichen? Das ist das Siegeszeichen, Corporal. Die Movietone-Nachrichten. Musik.
Hallo, Jack. Du bist ja ganz allein. Du bist wohl so eine Art Einzelgänger, was? Nein, ich wollte nur was lesen. Ich wünschte, dieser Scheißkrieg wäre endlich vorbei. Erst riskiert man den halben Arsch, um den Belgiern zu helfen, und 4 Jahre danach riskiert man ihn noch einmal für die verdammten Franzosen. In der Zwischenzeit paddelt man unten an der Kanalküste herum und lernt, wie man seine Scheißflinte trocken hält. Dort ist vielleicht ein Tohuwabohu. Bei den Streitkräften seiner Majestät war ich jetzt 4,5 Jahre in vorderster Front und nun schicken sie mich zu dieser verdammten Spezialausbildung. Du weißt, was das bedeutet. Nein. Das bedeutet, dass wir die Ersten am Strand sein werden, wenn die verdammte Invasion beginnt. Es muss immer irgendwer der Erste sein. So komisch ist das nicht. Sie werden nun zur Küste abgestellt, wo sich Ihnen zu gemeinsamen Angriffs- und Landeübungen alliierte Streitkräfte anschließen werden. Thank you.
Deckung, bis ihnen befohlen wird, an Land zu gehen. Wie ein verdammter Albtraum ist das. Mir wird schlecht. Passt auf, es ist soweit. Achtung, alles bereithalten! Also Tom, es kann losgehen. Da drin warten lauter hübsche Weiber auf uns. Wollen wir? Hast du für mich Zigaretten? Nur Marketenderkraut. Hier. Also, bereit? Ich gehe hinter dir. Okay. Was darf es sein, Jungs? Haben Sie Wein? Wein? Dann 2 Glas Bier, bitte. Wein also. Sieh dich hier mal um. Was siehst du? Das halbe Regiment. Ja. Danke. Werdet ihr hier längere Zeit ausgebildet? Ich glaube nicht, dass das lange dauern wird. Doch so. Sie haben ja nichts zu trinken. Nein. Soll ich Ihnen etwas bringen? Nein, vielen Dank. Sind Sie schon lange hier? Ob ich hier schon lange sitze, meinen Sie? Nein, hier im Lokal. Ich bin auch nicht früher als die meisten gekommen. So. Sie auch? Was? Sind Sie auch schon so lange hier? Nein, ich bin auch noch nicht lange hier. Ich bleibe auch nicht lange hier. Ich finde das langweilig, Sie auch? Was ist langweilig? Tanzen und so weiter. Ich finde Tanzen durchaus nicht langweilig. Nein? Nein. Wollen wir? Möchten Sie gern, dass ich Sie zum Tanzen auffordere? Ich wüsste nicht, warum Sie es nicht tun sollten. Darf ich bitten? Okay, Arthur? Ja. Oh, ja, vorsichtig. Oh, Verzeihung. Ich habe 2 linke Füße. Wollen wir aufhören? Nein, nein, bitte tanzen wir weiter. Jetzt schon besser? Es war schon viel besser als zu Anfang. Danke. Wenn Sie sich draußen etwas abkühlen wollen. Warum? Aber es regnet nicht mehr. Na gut. Ist das jemand? Ja. Ich ziehe ihn draußen über. Waren Sie schon im Einsatz? Noch nicht richtig. Was meinen Sie mit nicht richtig? Ich bin noch in der Ausbildung. Die ist schlimm. Wirklich? Ja. Gefällt es Ihnen? Was? Soldat zu sein. Nicht besonders. Warum sind Sie es dann?
Soldat, meinen Sie? Hm? Ich bin eingezogen worden, wie alle anderen. Ist nur das der Grund? Nein. Es muss getan werden. Und wir werden das tun, was man von uns erwartet. Ja. Ich finde sie nett. Aufrichtig? Ganz aufrichtig. Ich finde sie auch sehr nett. Jetzt ist mir wohler. Ich war sehr nervös, als wir uns zuerst unterhalten haben. Eigenartig. Ja, das weiß ich. Und auch das Tanzen fanden Sie langweilig. Nicht langweilig. Nein? Nein. Darf ich dich küssen? Wenn du willst. Ich muss jetzt gehen. Ich bin mit meinem Bruder hier. Er ist Musiker. Darf ich dich wiedersehen? Wann du willst. Nur nicht morgen. Montag? Ja, ich freue mich darauf. Hier? Um 6 Uhr? Ja, gut. Bringst du mich jetzt in den Saal zurück? Wohin du möchtest. Wieder in den Saal zurück. Ich wünschte, ich hätte dich schon eher getroffen. Es bleibt uns so wenig Zeit. Weißt du das so genau? Ich weiß es nicht. Es war nur so ein Gedanke. Du kommst ja wieder. Und dann werden wir Zeit haben. Wo fahren wir hin? Ich habe die Orientierung verloren. So ein Blödsinn. Tausende und Abertausende ziehen von Camp zu Camp und warten auf die Errichtung der zweiten Front. Und den letzten beißen dann die Hunde. Die Hunde beißen den, der zuerst drüben ist. Ich finde, die sollten so viel Mitgefühl mit uns haben, dass sie uns mit der Eisenbahn rüberschicken. Weißt du, wo du Mitgefühl findest? Es steht im Lexikon zwischen Mitbürger und Mitgift. We don't know where we're going until we're there. There's lots and lots of rumors in the air. Heard the captain say, we're on the move today. We only hope the blinking sergeant major knows the way. We've chased us round and round the barrack square, and now we're on the road to anywhere. No one's in the know, we're singing as we go. Oh, we don't know where we're going until we're there. From here to Lancashire and then to Salisbury Plain, and then we got to Somerset and now we're back again. We'd like to settle down, we seem to hope in vain, for someone's passed the word along, we're on the move again. We don't know where we're going until we're there. There's lots and lots of rumours in the air. We heard the captain say, we're on the move today. We only hope the blinking sergeant major knows the way.
bad in Somerset where the cider apples grow. It's not so bad on Salisbury Plain with a Mary Jane, you know. It's not so bad in Lancashire a couple of weeks a year. But oh crikey, where do we go from here? They've chased us round and round the barrack square, and now we're on the road to anywhere. No one's in the know, we're singing as we go. Oh, we don't know where we're going until we're there. Aufwachen! Alles aufwachen! Aufwachen! Alles aufwachen! Bewegt euch, Männer! Bewegt euch, alles antreten! Am Stacheldraht in einem Glied aufstellen! Ihr braucht hier keinen Dienst zu tun. Wenn ihr vernünftig seid, dann nutzt ihr das aus. Leider sind Maßnahmen zur Geheimhaltung erforderlich. Das bedeutet weder Radio noch Zeitungen oder Telefongespräche. Keiner eurer Briefe wird abgeschickt. Erst hinterher. Ich hoffe, dass sich jeder bewusst ist, wie wichtig es ist, was wir vor uns haben. Das ist vorläufig alles. Bitte, Sergeant. Stege! Stand! Wir wollten uns heute Abend treffen. Ich musste weg. Warum? Um zu kämpfen. Ohne mir etwas zu sagen? Wir rückten schnell ab. Ohne ein Wort? Es blieb mir keine Zeit. Kommst du wieder? Ich weiß nicht. Soll ich auf dich warten? Ich weiß nicht. Ich werde warten. Auf Wiedersehen, Tom. Bitte. Geh noch nicht. Füllen Sie das Formular aus. Name, Anschrift, nächster Angehörige. Falls ich fallen sollte, haben Sie ein schönes Foto. Es ist für die Stammrolle, Soldat Beddoes. Ach so. Anschließend empfangen Sie in der Sanitätsbaracke das Entlausungsmittel, falls Sie es nicht schon haben. Ist erledigt. Was denn noch alles? Das Testamentsformular B20-89 ausfüllen. Warum? Warum wohl? Thank you.
Gewonnen! Gratuliere! Kanonenfutter sind wir alle. Ob du an Stumpfsinn stirbst oder fällst, was ist da der Unterschied? Hast du gehört, was Tom fertiggebracht hat? Nein. Er war beim alten Nickleby und hat gefragt, ob es bei einem Trauerfall in der Familie Sonderurlaub gibt. Der Alte hat geantwortet, das kommt ganz auf die Umstände an. Und Tom hat gesagt, noch haben wir keinen Sterbefall in der Familie, aber es wird bald einen geben. Ich beantrage Urlaub, um meine Eltern trösten zu können. Und? Was hat Nickleby geantwortet? Er hat Tom mit einem Zettel zum Truppenarzt geschickt. Ah, Tommy, der ist irre. Nein, irre ist er nicht. Er braucht Abwechslung. Wir würden alle Abwechslung brauchen. Immer nur Filmvorführungen, 17 und 4. Und Limonade, weil im Soldatenheim das Bier schon wieder alle ist. Ah, alles für mich. Mist. Sag mal, hast du etwa Geburtstag? Ich hatte. Vor ein paar Tagen schon. Die Post kommt zu spät. Was ist denn das? Ein Schlüssel. Ist das dein Geburtstagsgeschenk? Merkwürdig. Das ist in unserer Familie so üblich. Man bekommt einen Hausschlüssel, wenn man mündig ist. Ist du 21 geworden? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Und auch für alle weiteren. Danke. Wie findest du den Jack? Wunderbar. Ich werde mir Tinte besorgen und gleich antworten. Darf ich mir die Karte ansehen? Ja, ja, bitte. Bis nachher. Feldpostamt England. Liebe Eltern, ich danke euch für den Geburtstagsbrief und die Geschenke, die eben angekommen sind. Mein Füllfederhalter schreibt gut, wie ihr hier feststellen könnt. Wie ihr an dem Absender sehen könnt, sind wir hier sehr abgeschieden. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Ich habe mich gefreut, wieder von euch zu hören. Ihr braucht euch um mich keine Sorgen zu machen. Die Verpflegung ist gut. Obwohl die Betten hart sind, schlafe ich ausgezeichnet. Wir glauben alle, dass es bis zur Invasion nicht mehr lange dauern wird. Es ist, als wäre man Teil eines riesigen Apparates, der immer größer und größer wird, während wir immer kleiner und kleiner werden, bis nichts mehr von uns übrig ist. Etwas Neues. Gestern habe ich auf der anderen Seite des Stacheldrahts einen Fuchs gesehen. Als wir noch Urlaub bis zum Zapfenstreich bekamen, war ich im Kino und habe This Happy Breed mit Celia Johnson gesehen. Der Film hat mich seinerzeit sehr beeindruckt, aber jetzt kann ich mich kaum noch daran erinnern. Es scheint alles eine Ewigkeit zurückzuliegen. Mit Ausnahme der Truppe und meiner Kameraden ist alles verblasst. In den vergangenen 2 Wochen bin ich mehr herumgefahren als damals, als ich in den Schulferien in Frankreich war. Aber ich kann euch nicht sagen, wo wir hier sind und auch nicht, woher wir gekommen sind. Wir sitzen ständig in LKWs oder in Baracken,
und warten darauf, dass unser kleiner Anteil am Krieg beginnt. In jeder anderen Zeit hätte mich eure Nachricht, dass unsere kleine Tina nicht mehr lebt, sehr erschüttert. Jetzt scheint mir das nur wie alles andere ein Teil des Krieges zu sein. Eigentlich sollte ich euch bitten, einen der Welpen zu behalten. Aber ich glaube nicht, dass das viel Sinn hat. Ich werde wohl das Ende dieses Krieges nicht erleben. Das klingt töricht, aber dieser Krieg hat schon so viele Menschenleben gekostet. Ich werde nur ein Opfer mehr sein. Dessen bin ich sicher. Ich fühle es. Es ist ein Gefühl, als ob man eine Erkältung in sich spürt. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das schreiben soll. Aber ich wollte nicht, dass ihr einen von diesen amtlichen Briefen bekommt, ohne zu wissen, was er enthält. Bitte seid tapfer. Ich werde es auch sein. Ich fürchte mich nicht. Yeah.
Es ist erforderlich, alle persönlichen Papiere und Briefe zu verbrennen oder sie in das Papier einzuwickeln, das ausgegeben wird, um sie nach Hause zu schicken. Sie werden nichts weiter als Ihr Soldbuch Teil 1 und die Bibel bei sich haben. Ich habe nichts mehr. Ich habe alles weggeworfen. Ich glaube nicht, dass ich das durchstehen werde. Mach dir keine Gedanken. Du kommst schon durch. Durch den Regen. Typisch für die See. Ja. Schlecht. Warum bist du nicht Offizier geworden, Jack? Ich habe den Test nicht bestanden. Sie haben mich in einen alten Schuppen gesperrt und haben zu mir gesagt, ich sei ein Gefangener, der fliehen wolle. Beim Übersteigen der Mauer würde ich erschossen. Wenn ich es am Drahtzaun versuchte, würde mich der Starkstrom töten und wenn ich auch nur einen Schritt tun würde, explodierten Tretminen. Also habe ich mich nicht gerührt. Wenn die mich nicht rausgeholt hätten, würde ich heute noch in dem Schuppen sitzen und darauf warten, Offizier zu werden. Es ist soweit. Wir gehen an Land. Na, Beddoes, wie viele Victoria-Kreuze hat das Regiment? 5 Kreuze! Name des Kommandeurs? Lieutenant Colonel Hutchinson. Wann wurde das Regiment aufgestellt? 1685. Großer Gott. Und wie heißen die Weiber, die Arthur während der Rekrutenzeit umgelegt hat? Belinda? Ja. Mabel? Ja. Alice? Ja, die hat vorher mir gehört. Janie. Wer ist das? Soll ich dir zeigen, wie wir die Gefallenen herrichten?
bring mich wieder zurück. Leg ihn hin. Er ist tot. Scheiße.